Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. Pavel ist gefangen genommen worden und er wird sehr wahrscheinlich vom Reich umgebracht, aber ich will ihn natürlich retten, weil er mir auch geholfen hat. Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Niemals. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße, die kommen meinetwegen. Bringe mich zur Schlinge. Viel Glück, mein Freund. Du bist jetzt meine einzige Hoffnung. Gib ihm eine Waffe. Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte. Dann wollen wir uns mal sputen. Dann weißt du ja, was das bedeutet. Was? Dass du entweder auch ein Freak bist oder deine Mutter eine Nutte ist. Meine Mutter ist eine Nutte. Sag schon. Ansonsten bist du ein Freak, wenn deine Mutter Freaks zur Welt. Geschlossen. Das heißt, ich brauche einen Schlüssel oder irgendwas zum Aufbrechen. Nein! Meine Mutter ist eine Nutte. Hey, hey, wer ist das, der Aussetzer? Was? Auf die harte Tour. Die Verluste häufen sich. So, wie werfe ich denn jetzt hier die Handgranaten? Dafür krieg ich dich. Das bezweifle ich. Genau. Du Kommunist! Don't Daumen schießen! Yeah, nice one! Bist du erledigt, Kommunist? Aufzug, da muss ich bestimmt hin. Nein, in die andere Richtung. Kann ich den benutzen? Nein, auch nicht. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so plündern können. Ah, aber ich kann den Hammer nicht mitnehmen. Schade. Was versteckt? Nein.
Mal gucken, ob wir irgendwie hier dieses Teil aufkriegen. Oder wohl nicht. Abgeschlossen. Okay, irgendwo muss noch ein Schlüssel oder sowas sein und ich übersehe ihn. Und hatte den einer bei sich. Was sagt denn der Wegweiser? Fragen wir mal den. Tja, so einfach war's. Gibt noch keinen Schlüssel. Wir gehen mal wieder auf die Pistole. Damit wir lautlos weiterkommen. Achtung! Der Alarm gilt noch immer. Die Eindringlinge sind noch auf freiem Fuß. Bleiben Sie achtsam. Alle verletzten. Machtwechsel in einer halben Stunde. In einer halben Stunde? Die Kommunisten! Die Kommunisten sind in... Tja, aber wo sind wir? Haba, haba, haba. Oh shit. Magazinwechsel. Ah ja, Adrenalin. Sehr gut. Der letzte. Ist ja schon fast ein Wunder, dass du das überlebst. Tontauben schießen. Los, alle Mann herkommen. Also, KI momentan nicht so clever, finde ich. So, Licht aus. Da muss ich bestimmt hin. Gucken wir erstmal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ja, wir müssen in die andere Richtung. Auch noch zu. Wahrscheinlich gibt der Pavel mir gleich irgendwas, wo ich die ganzen Sachen öffnen kann. Dann muss ich nochmal zurückrennen, weil da irgendwas Cooles gibt bestimmt. So, jetzt können wir natürlich hier durch. Was haben wir denn hier? Yeah, Secret Room. Wir wechseln wieder auf die Snapper, auf die lautlose Pistole.
eigentlich ganz gut erwischen. Was brauchen die Jungs denn so lange? Soll ich hier noch diesen Morgen rumstehen? Das war natürlich ein Fehler. Die Kommunisten sind in der Nähe! Die Verhandlung des Spions muss ich nun verstehen. Ach du Jemine. Das war nicht gerade clever. Ah. Die habe ich gerade eben gesucht, wie ich die werfe. Oh Gott. Ich jag mich gerade selber in die Luft. Oh, Granate. Ich hoffe, ich habe noch eine Granate. Yeah. Ah. Ich hatte sie aus. Headshot. Da ist er. Tja, die sind alle zu, die Türen. Aber ich tippe mal drauf, dass wir die gleich irgendwie öffnen können. Ich brauche einen Snipper oder sowas. Ah. Das mache ich die ganze Zeit. Ich darf nicht mehr auf diese Taste drücken. Ach du je. Oh je. Ah. Puh, erstmal was regenerieren. Das war nicht schlecht von denen. Haben sie mich umzingelt? Also Muni haben wir auf keinen Fall Armut. Da gibt es echt reichlich. Schien es gewesen zu sein. Stauben wir gerade nochmal ab, falls hier noch was ist. Ruhe.
Man kann bestimmt hier auch so Splinter Cell-mäßig durch und das lautlos machen. Aber ich glaube, das wird nur im Ranger-Modus eher nötig sein. Wo man dann mit Wurfmessern agiert oder so. Ich ergebe mich! Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus. Nicht schießen! Das will ich hoffen. Sonst bist du gleich tot. Ausgeschaltet. Den habe ich mal nicht exekutiert, weil er sich ergeben hat. Was haben wir denn hier? Im Grunde hatte es in der Metro nie einen dauerhaften Frieden gegeben. Die Vereinigte Administration hielt nur für ein paar Jahre. Alles fiel in sich zusammen, als klar wurde, dass die Welt nicht mehr existierte, dass die Gerüchte über Präsident und Regierung, die überlebt haben und sich irgendwo im Ural versteckt halten, genau das waren, Gerüchte, und dass Russland sich nicht mehr aus der Asche erheben würde. Danach kämpfte jeder nur noch für sich selbst. Die Stationen wurden zu Stadtstaaten und die Nachbarn von gestern zu erbitterten Feinden. Das Überleben in der Metro bedeutete Kampf um Nahrung, Luft und jeden Zentimeter bewohnbaren Bodens. Nicht mal ein Viertel von jenen 200.000, die in der Metro ihre Zuflucht vor dem Weltuntergang fanden, hat überlebt. Die Hanse, die Rote Linie und das Reich sind so groß geworden, weil sie stärker waren als die anderen und mehr Entschlossenheit gekämpft haben. Aber nicht in einem dieser 20 Jahre des Blutvergießens war in der gesamten Metro gekämpft worden. Was, wenn unsere kleine Untergrundwelt nun vor einem neuen letzten Weltkrieg steht? Tja. Gute Frage, was dann? Also die Story wird viel auch vorangetrieben, was in der Welt passiert und so weiter, weil man den ersten Teil nicht kennt. Um Informationen zu kriegen, musste man immer wieder diese Sachen lesen. So, hier können wir nicht lang. Den Schalter können wir nicht drücken. Die steht mal noch so. Das bläst mit Lust im Kraft. Oh. Ich habe die Falle da ausgelöst, glaube ich. Nicht gut. Da war wohl eine Sprengfalle und ich bin durchgerannt. Den kann ich nicht ausmachen, ne? Schade. So, bevor ich den aber rette, mache ich hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.